Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Open Air Intim. Heute bin ich hier mit Sophie Power. Sophie Power kommt aus Liverpool und Sophie arbeitet als Englischlehrerin hier in Berlin mit Kindern. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dein Name ist ja schon Programm. Ja, ja. Power, Power, wie man sagt. Ja. Du bist aber nicht nur wegen Power hier, sondern du hast eigentlich auch eine sehr schwierige Geschichte hinter dir. Ja, habe ich. Und zwar geht es um deine Mama. Ja, so ich bin hier seit 3 Jahren in Berlin gewohnt und im Juni 2013 meine Mama hat mir angerufen und erzählt, dass sie hat eine Brustkrebsdiagnose bekommen. Mhm. Ja, natürlich, das ist eine schwere Zeit für die ganze Familie und auch für meine Mama. Mhm. Aber es ist schade, ich kann nicht so viele nach Liverpool fliegen. So, ich habe einen Job hier, einen Fulltime-Job, so das ist schwer. Und in 2013, das war mein neuer Job. So, ich kann nicht so viel nach Hause fliegen. So, ich dachte, ja, ich muss unterstützen meine Familie. So, das war Pinkball Berlin geboren. Der Pinkball, den zu organisieren und auch in Bewegung zu halten, jedes Jahr aufs Neue. Was ist der tiefere Sinn oder was möchtest du mit diesem Ball bezwecken? Pinkball Berlin ist ein Unterstützungs-Event für jede Frau oder Männer. Männer auch kann Brustkrebs bekommen, so, das ist für alle. Das ist ein sportliches Event. Und dann mit Abendgala. So ist erstmal Sport und für die gesundes Leben. Und das ist in Holmes Place, Potsdamer Platz. Und Holmes Place hat ganz viele Experten für Fitness-Tipps und Personal Training. Und wir haben auch mit dem Eisbären Verbindung. Mhm. Und auch mit Wellenistes Cycling Team in Berlin. Und die hat ganz viele Fitness-Tipps gegeben. Und ja, das ist so. Jedermann kann für ein gesundes Leben lernen. Hm. Aber ich sag mal, das ist ja jetzt so schon das Endprodukt, ne, was aus deiner persönlichen Geschichte entstanden ist. Ach so. Es ist ja so, dass ich meine, es ist großartig, dass du das machst und da steht ja auch diese Idee dahinter. Damit man auch versteht, warum du das gemacht hast. Ja. Was war die Motivation, also mit der Erkrankung deiner Mama? Mhm. Was ist da mit dir passiert? Also, ja, so am 10. Juni 2013, meine Mama hat mir angerufen und sagt, sie hat die Brustkrebsdiagnose bekommen. Und für mich, das war so schwer. Ich bin ganz weit weg von meiner Familie und ich war ganz traurig. Das ist nicht so gut für deine Psychologie, das ist nicht so gut für dein Herz. So, meine Motivation war, ich muss für meine Mama etwas machen. Ich muss stark sein und ja, das ist meine Motivation immer. Das war auch so überraschend, ne? Also ja. Keine Tante, Cousine oder irgend so etwas in der Familie schon gehabt? Nee, nur meine Mama. So, wie alt war deine Mama? 53. Mhm. Ja, so, ja, jung. Mhm. Sie ist jung vor einer Frau und meine Mama ist gesund. Hm. Sie raucht nicht, sie trinkt nicht so viel und ja, okay, nicht so viel Fitness machen, aber normal, immer gesund. Hm. Und ja, das war eine Überraschung. Du bist dann sozusagen nach Liverpool zurückgegangen, also kurz, und hast deine Mama begleitet? Genau, so nach dieser Anrufen, ich habe nach Liverpool geflogen, ja, für die erste Operation. So, sie hat operiert werden, der linke Brust, ja, das war eine einfache Operation, mhm, zum ersten. Und dann nach die erste Operation habe ich nochmal geflogen für die zweite, zu der Lymphnode Drainage von diesem Arm. Mhm. Und dann für die Chemo. Die erste Chemo ist, ich war auch in Liverpool. Das ist natürlich auch schlimm, ne, wenn du das siehst. Ja, das war. Ja, was war da so schwer. Besonders für dich so schwer? Ja, schwer. Hm. Also die Haare fallen aus, ne? Die Augenbrauen. Was hat das mit dir gemacht? Also
du hast ja gesehen, wie schlimm die Chemo auch ist, ne? Und du hast genau, so Chemo ist schrecklich. Oh. Mhm. Der erste Chemo, eine Woche später, die Haare hat ausgefallen. Mhm. In der Spüle, in der Badezimmer, mhm. ganz viel Haare. Und dann wir haben zum Friseuren gehen und hat alles weg gemacht, so das ist mhm. besser und nicht so hart. Wenn alles ist weg, alles ist weg. Aber dann nachher ist der Augenbrauen, die Wimpern, alles von der Körper ist weg. Und für eine Frau, das ist eine schwere Zeit. Das ist, kann nicht so viel schminken, kann keine Mascara. Ja, du musst dann ganz tief rein, ne? Genau. Und anfangen. Und das ist das schwer für dich selbstbewusst. Und ja, für meine Mama war ganz schwer. So meine kleine Nichte hat gesagt, du siehst wie ein Hamster aus. Und das war schwer. Es ist okay, das ist lustig, komische Dinge, aber das war schwer für meine Mama. So sie hat ein bisschen Angst, weil Mama hat keine Farbe auf dem Gesicht. Meine Nichte hat Angst. Und das ist schwer. So, ja, für Mama und ich und auch mein Bruder und Stiefvater war schwierig Zeit. Und du hast dir gesagt in dem Moment eben auch, ich muss etwas dagegen tun, dass die Chemo ist nicht optimal, es ist zu doll für den Körper, ne? Es ist zu stark. So für die Knochen und ja, für alles in den Körper ist nicht so gut. Auch die Bestrahlung, nachher sie hat die Bestrahlung gehabt und das ist auch nicht gut für den Körper. So, ja, diese Idee von auch im Brustkrebs Deutschland und Breakthrough Breast Cancer UK. Bist du da hingegangen zu denen und hast dich einfach vorgestellt und sagst, ich möchte gern was machen, möchte unterstützen? Wie fing das an, dass du, ich zeig das mal, das ist der Flyer, ne? Ja, genau. Ich zeig das mal in die Kamera von dem Pink Ball Berlin. Der findet am 23. Mai statt im Holmes Place. Und das war, du bist dann hingegangen und da war die Idee schon geboren oder hast du gesagt, was ist der Sinn, der tiefe Sinn für dich, dass man sich dort trifft, dass man sich unterhält, Aufklärung? Ich wollte, dass ich kann die Familie von betroffenen Frauen helfen. Ich wollte, dass Pink Ball Berlin ist eine Unterstützung für nicht nur die Frauen, die betroffen sind, aber die Familie auch, weil für mich das war eine schwierige Zeit für alle betroffen. Ihr seid ja auf der Veranstaltung, ihr sammelt Spenden, also mit den Eintrittsgeldern, ne? Das Ticket kostet wie viel? 15 Euro oder 30 Euro, das ist, was du willst, was du kannst. Das heißt, ich kaufe ein Ticket und damit unterstütze ich schon, also das gesammelte Geld, was die Einnahmen, auch mit Tombola und so, wie du erzählt hast, das geht dann zugunsten der Deutschen Krebshilfe, also du spendest das dann? Ja, so das ist Brustkrebs Deutschland e.V. und Breakthrough Breast Cancer UK. So das heißt auch in UK in hast UK. Du super. Ja, ja. So das ist ein international Event. Das ist besser für ich. Aber ja, so Breakthrough Breast Cancer UK hat meine Mama immer angerufen und sagt, ja, ist alles okay, können wir etwas machen und so ist ein schöne Charity in UK. Welche ist denn deine Mama? Ist sie hier drauf? Ja, die dritte von links hier. Das ist die Mama? Ja. Die dritte von links ist die Mama? Ja. Und deine Mama ist heute wieder gesund? Ja, wieder gesund. Und sie hat 4 Monate vor zum Doktor gegangen und sie sagt, ja, alles ist okay vor 2 Jahren. So in 2 Jahren hat sie muss mir Testen machen und dann wir können sehen, was ist denn los. Wie ist die Reaktion der Menschen auf den Ball und auf deine Message oder auf dein Anliegen? Welche Erfahrung hast du gemacht? Ja, so das ist ganz schön, was die Leute machen für uns. Also die Eisbären, Berliner Eisbären hat ganz viel unterstützen und Holmes Place ist auch sehr gut und ja, wir haben auch Mont & Vogt und die Online-Fabrik und Jean Borg ist unsere Moderatorin und auch sie ist in meinem Team mit Antje Koch ist auch in meinem Team und sie arbeitet in der Bundestag, so hat ganz viel Political Press Release machen und ja, das ist
Wird immer größer und größer? Ja, größer und größer. Und das ist deine Berufung irgendwie, oder? Ist deine Lebensaufgabe geworden? Ja, das ist my passion. Was ist für dich persönlich? Was würdest du Menschen auch mitgeben, die Angst davor haben? Also sowas trifft einen ja von heute auf morgen. Hast du selbst auch Bedenken und denkst, oh Gott, nee, hoffentlich passiert mir das nicht? Oder wie gehst du damit um heute mit der Krankheit in der Familie? Auch für dich, weil für später auch, für die Generation, die kommen. Ja, das ist, ich denke nicht so viel über das. Es ist, du kannst nicht so viel denken. So, zum Beispiel Nick auf dem Ende hier in der Flyer, sie sagt, wenn Plan A funktioniert nicht, dann danach kommt Plan B. Mhm. Und das, ich finde das so schön, weißt du? Und auf Englisch, we say, what you do for yourself dies with you, but what you do for others lives on. Und das ist was wir machen. Was wir machen für die anderen, das muss weiterleben. Weißt du, das ist, was wir wollten mit Pinkball Berlin. Und wir wollten mehr Aufmerksamkeit und so jedermann hat eine Chance für Leben. Mhm. Ja. Das betrifft ja schon sehr viele Frauen, ne? Es gibt ja auch so Statistiken, wie viele, sagt man so, betrifft weltweit, das? Das ist 1,5 Millionen. Auch Männer, Frauen. Hast du gesagt, ne? Frauen und Männer, aber eigentlich fast Frauen. Ja, genau. Und das ist weltweit. Und ich war ganz schockiert, wenn ich habe das gelesen. Das ist so viel in ein Jahr. Das ist so, ich war schockiert, wenn das habe das gelesen. Genau. Ja, ich finde, das war ein wunderschönes Schlusswort eigentlich, was du eben gesagt hast. Ich freue mich, dass du da warst. Und ich hoffe, dass unsere Zuschauer dich auf dem Pinkball auch besuchen, begleiten, spenden. Alles, was möglich ist, um dein Projekt nach vorne zu bringen. Ja. Danke, dass du da warst. Ja, danke schön. Vielen Dank. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.